Mein Geheimtipp ist das Indie-Spiel Omori, das Ende 2020 für den PC erschien. Auf den ersten Blick wirkt das alles ein bisschen wie ein sehr kinderfreundliches, sehr harmloses Spiel. Ist es aber nicht. Mit der Zeit stellt sich nämlich heraus eher, dass es ein Spiel des psychologischen Horror-Genres ist und sehr düstere Themen auch behandelt, wie zum Beispiel Tod und mentale Gesundheit, die auch in der sehr, sehr interessanten Story eine große Rolle spielen. Außerdem wirklich interessant ist der Zeichenstil teilweise. Also die Künstlerin hat da sehr, sehr viel Aufwand betrieben, um die Charaktere echt schön darzustellen. Und die Charaktere an sich sind auch sehr charmant und sehr liebenswürdig. Und auch sehr witzig geschrieben. Der Humor erinnert manchmal ein bisschen an Undertale und ist einfach ein toller Kontrast zu diesen Horror-Teilen auch am Spiel. Gameplay-mäßig würde ich das Spiel als klassisches, rundenbasiertes Rollenspiel einschätzen. Ja, ihr habt halt eure Party, die ihr ausrüsten könnt, aufleveln könnt, mit Attacken ausrüsten könnt. Einfach durch und durch ein echt gutes Spiel mit so 20 bis 25 Stunden Spielzeit. Ist es das auf jeden Fall wert. Einen wunderschönen guten Hallo, ich bin der Johannes und heute möchte ich euch eins meiner absoluten Lieblingsspiele vorstellen, nämlich For the King. For the King ist ein Koop-Roguelike-Rollenspiel mit Strategieelementen, bei dem ihr versuchen müsst, euer Königreich davor zu bewahren, ins Chaos zu stürzen. Denn vor kurzem ist euer geliebter König gestorben und nun versuchen zwielichtige Gestalten, sich die Macht zu sichern. Dabei müsst ihr in verschiedenen Biomen Monster bekämpfen, Dungeons clearen, looten, ganz viel leveln und looten und jeden eurer Züge vorplanen. Denn ist euer Grüppchen einmal gestorben, war's das, euer Spielstand wird gelöscht. Und genau das macht die Faszination bei For the King aus. Ihr müsst ganz, ganz strategisch denken und müsst euch immer absprechen, denn ihr könnt auch nicht nur alleine, sondern mit bis zu zwei weiteren Spielern spielen und somit eine viel bessere Gruppendynamik aufbauen. Das macht umso mehr Spaß, wenn man sich verschiedene Strategien aufbaut, versucht den einen oder anderen zu boosten, sich gegenseitig zu unterstützen, von Biom zu gehen, vielleicht sogar mit Schiffen auf der See Seekriege zu führen. Und diese wunderbare Low-Poly-Optik mit der entspannten Musik trägt ihr übrigens dazu bei. Ich habe mit dem Spiel schon viele tolle Stunden verbracht und es ist einfach wunderbar. Und das Tolle daran ist, bei den meisten Stores kriegt man das sogar für unter 20 Euro. Das ist gut investiertes Geld. Daher geht dahingehend meine klare Empfehlung, holt euch For the King, am besten im Sale. Probiert's mal aus. Wenn ihr noch mehr Content wollt, es gibt ein DLC, bei dem ihr euch noch in den Dschungel stürzen könnt und verschiedene Tempel plündern und versuchen, so ein astronomisches Ereignis zu verhindern, was durch eine Sekte heraufbeschworen wurde. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, für den König. Ich spiele gerade Portal Reloaded und das ist das perfekte Spiel für jeden, der gerne rätselt und der auch immer noch auf Portal 3 wartet. Das Ganze ist eine kostenlose Fanmod auf Steam, die ihr euch herunterladen könnt, solange ihr Portal 2 besitzt. Ihr spielt wieder einen mehr oder weniger Freiwilligen, der für die Firma Aperture Science verschiedene Testkammern lösen muss. Dafür habt ihr auch natürlich wieder eine Portalkanone, die diesmal noch ein drittes Portal abschießen kann. Nämlich ein Zeitportal, mit dem ihr in die Zukunft gelangt. Zwischen diesen beiden Ebenen, Gegenwart und Zukunft, könnt ihr dann hin und her reisen und auch Gegenstände mitnehmen. Das klappt aber nur in eine Richtung, denn ihr könnt zwar Cubes, beispielsweise aus der Zukunft mit in die Gegenwart nehmen, aber nicht umgekehrt, weil das ein Zeitparadoxon auslösen würde. Diese Elemente werden dafür eingesetzt, um die schon schwierigen Rätsel aus Portal 2 nochmal kniffliger zu machen. Ich feiere das Spiel auf jeden Fall dafür, dass es sich nicht zurückhält, wirklich hart zu werden. Gerade die späteren Testkammern, bei denen kann man schon ziemlich lange darüber nachdenken, in welcher Kombination man jetzt die Portale setzt, um ans Ziel zu kommen. Ich empfehle das Spiel trotzdem jedem, der sich gerne an schwierigen Rätseln den Kopf zerbricht, auch wenn man dafür etwas Geduld mitbringen muss. Ich würde euch gerne Subnautica Below Zero ans Herz legen. Das Open-World-Survival-Game erschien am 14. Mai 2021 für die gängigen Konsolen wie PS5, PS4, Xbox Series S und X, Xbox One, die Nintendo Switch und für den PC. In Subnautica Below Zero bereist ihr einen fremdartigen Alien-Planeten, um den mysteriösen Tod eurer Schwester aufzuklären. Dabei verbringt ihr die meiste Zeit in Subnautica Below Zero unter Wasser. Das Spiel legt seinen Fokus hauptsächlich auf die Erkundung, das Crafting und eine rechtlose Erzählung, die euch die Geschichte und die Geheimnisse des Planeten näher bringen. Was mich besonders fesselt an Subnautica Below Zero ist die unglaublich dichte Atmosphäre. Denn es herrscht eine wirklich fantastische Soundkulisse mit einer sehr, sehr einladenden Musik
einer wunderschönen Unterwasserwelt mit einer atemberaubenden Grafik. Und es lauern viele, viele Gefahren und Geheimnisse unterhalb der Wasseroberfläche, die es zu erkunden und zu überleben gilt. Für alle Freunde von Erkundung ist Subnautica ein absolutes Must-Play.